draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Eine zerfetzende Folge, weil ich weiß nämlich nicht, wie wir das mit diesem verkackten Ball hier machen sollen. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar keine Idee. Eintritt Schwerelosigkeit. Die Idee ist, dass das Ding ja zu verlangsamen. Aber dadurch wird diese Kugel ja nicht, dieses Umschalten nicht langsam. Das Einzige wäre ein Abteil. Müssen wir da irgendwas... Wir sind ja eine schwere Lösung. Ich komme mich mal ganz kurz darüber. Einfach mal Ideen zu sammeln. Moment, ist das ein Arm noch? Das geht. Wo ist der hin? Hä? Ich hab gar nicht. Noch einer war da am Start, ne? Ich will mir so ein paar Anregungen holen tatsächlich. Was ist denn das da? Ach, das ist unser Eingang gewesen, wo wir reingekommen sind, ne? Klar. Wird das jetzt die ganze Zeit so gehen? Das sind nicht mal meine Gedanken mehr. Was haben wir denn da? Oh, Credits, 3000. Moment, ich darf nicht gerade was gesehen. So, nochmal eben ganz kurz mal. Alles klar, wir sollen da oben hoch, das ist ein Anzeigeding. Ich denke mal dann hier runter. Mann, mach doch einfach. Er sagt, wir sollen tatsächlich auf den verkackten Ball rauf. Dann drauf tun. Wie soll das denn gehen? Denn so geht das nicht. Also müssen wir vielleicht das Ding irgendwie ausschalten oder so, ne? Was anderes. Weil langsamer, das hat hier keine Anzeige darüber, wie schnell das hier geht. Wir nehmen nochmal ganz kurz die Scheiße mit. Wobei, lass es das machen, wenn wir das überleben sollten. Dann können wir die Items hier mitnehmen. Eintritt Schwerelosigkeit. Ah ja, guck mal hier, seht mal. Da sind diese Energiedingens. Energiekopplungen. Ah! Guck mal. Der ist kaputt und es gibt auch keine Drehung mehr. Ja, ich nehme alles zurück. Kann man diese Dinge hier auch ausstellen? Oder? Echt jetzt, Mann? Weil das Ding übersteigt ja definitiv die Zeit. Mann, verreckt doch eigentlich mal. Diese Credits sind wir mit. Okay, mit einem Schuss waren sie alle kaputt. Das Problem ist, wie kriegen wir diesen Strahler hier kaputt? Kann man den überhaupt kaputt machen? Weil ihr seht ja, dass das Einstellen dieses Dingens hat einfach die Zeit überspannt. Das geht nicht. Mann, wechsel doch mal die Flinte, du Kindesberger, Alter, ehrlich.
So. Das Ding da anbringen, das sieht ja ziemlich cool aus und ziemlich einfach aus, ist es aber nicht. Gibt es denn da gar nicht, wie man das Ding ausschalten kann? Vielleicht können wir das langsamer machen. Mal ausprobieren. Nein, das geht nicht. Scheiße, verdammt. Können wir irgendetwas durch diesen Dingstrahl schicken hier? Hier durchschicken irgendwas? Oh, guck mal, da ist ja noch so ein heimlicher Penner. Den hätten wir ja gar nicht sehen, wa? Aber irgendwie nicht die Lösung des Problems, ne? Gibt es davon noch einen? Ich höre auf jeden Fall was. Oder ist dieses... Das ist dieser Flammenwerfer hier, ich meine gesagt. Scheißendreck. Kriegen wir diese Kacke denn aus? Wenn die Kacke hier nicht ausgeschaltet ist, dann bringt das alles nichts. Können wir da was kaputt schießen? Müssen wir da jetzt ran unten? Können wir da jetzt ran vielleicht? Und das Ding ausschalten? Oh Gott. Lass mich da hin. Okay. Ja, geh doch da runter jetzt mal, du Pimmelberger. Spring ja auch nicht runter, ne? Er muss mich tatsächlich... Auf jeden Fall ist da was angezeichnet. Es sind noch zwei von diesen Dingen am Start hier. Ich sage, die laufen. Jetzt läuft die Geschichte auf. Aber wo? Wo laufen die? Wo laufen die? Wir haben die beiden oben und unten. Nee. Ist auch ein Eingang. Ach ne, ist ja bei uns da, wo wir reingekommen sind. Ja, alles klar. Jetzt musst du dich erstmal wieder erotisieren. So. Sind wir ja ganz auf dem Kopf. Stehlt. Aber wir werden das so nicht ausschalten können, das ist ganz klar. Was treibt das an? Gibt es da noch einen anderen Raum für? Er sagt mir nur, dass wir da auf den verkackten Ball rauf müssen. Das ist ja schön und gut, aber wenn wir da rauf gehen, sind wir tot. Und das wollen wir nicht so ganz wirklich, oder? Also tot ist nicht total doof. Zwei von diesen Dingenskirchen habe ich kaputt gemacht.
keine. Normalerweise müsste man ja erwarten, dass man die noch wirklich sieht. Aber da sind ja keine mehr. Und so klein sind die Dinge auch nicht, dass man die übersehen kann. Aber es ist ja offensichtlich, zwei Stück laufen noch. Warte mal. Aber gibt es denn noch irgendein anderes Teil davon oder was? Ich weiß es nicht. Es wird ja hier abgearbeitet und dann in das Verbrennungsding reingekommen zum Abschmelzen. Aber man muss ja auch abgearbeitet sein, der Asteroid. Warte, ich sehe was. Aber da können wir nicht selber raus, ne? Da sehe ich diese Dingens. Können wir da einfach raus? Können wir da einfach hin irgendwie? Weil da sind die Dinge. Scheißdreck. Oh, jetzt werden wir zerhackt. Nein! Ah! Ja? Scheißdreck! Scheißdreck! Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Was ist hier los? Auf einmal war der verschwunden. Blickwinkel aus beobachten oder so, ich weiß es nicht. Dann hat man das vielleicht irgendwie. Hier gesehen. Ja. Da hätten aber, da kommst du doch gar nicht angeschossen. Wie willst du denn da? Rankommen? Ich verstehe es nicht irgendwie. Wahrscheinlich nur, wenn du selber auf den Ball hier drauf bist oder was, ne? Oder wir versuchen da mal was anderes. Warte mal, probieren wir mal hier. Geht nicht rein. Guck mal. Ah ne, das ist ja der Dings von so aus. Scheiße. Auf diesen Ring da oben rauf, diesen Abbau-Dings, da wenn wir da reinkommen, sind wir tot, ne? Diese Gravitationssprüche ist einfach genial, ne?
er mich ab, wenn ich da rankomme jetzt? Wenn ich da ranstehe? Nee. Oh. Kann ich nicht ran. Scheiße, ich kann nicht ran. Voll doof. Ich kann nur echt auf diesen Ball rauf hier. Risiko. Oh ne, ich find's total kacke, das Risiko. Spring! Beinahe ist das erwischt. Das ist auch viel zu wenig Zeit. Also da, du musst das Ding tatsächlich komplett ausschalten, sonst geht das nicht. Die Frage ist, wie haben wir irgendwas Explosionsartiges hier? Auch außerhalb, Alter. Auch außerhalb des Schiffes. Gibt mir ja nichts hinter, wenn ich immer was davor sehe, ne? Haben wir irgendwas? Warte mal, Laserstrahlen oder was? Können wir da irgendwas durchjagen? Nee, das bringt's auch nicht, weil das Durchjagen... Nee. Gebracht, ne? Das war auch nur ein Trugbild meiner Fantasie gerade, dass da was wirkt. Was ist das? Also, komm, dann müsstest du doch den eigentlich da oben sehen können. Der Ball ist so groß. Du nichts, das kannst du knicken, Digga, Alter, ehrlich. Fuck, ey. Check das nicht. Das geht ja auch einfach viel zu schnell. Ich kann mal sagen, was man möchte. Das funktioniert so nicht einfach. Das geht so nicht. Dinger kann man auch nicht runterrotzen, ne? Das geht auch nicht. Warte mal. Den Cutter. Flieg, junge Adler, hinaus. Scheiße! Flieg, junge Adler, hinaus. Die Scheiße ist auch nicht schlecht. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Die Erde ist eine Scheibe. Mach es doch so. Wo ist das Dings? Wo sind die Dingens? Da die Anrede. Au! Jetzt. Diese Flüge, die gehen hier einfach viel zu... Ja, das nenne ich mal schnell, Alter. Scheiße, meine Luft geht total schnell weg. Warum? Kann ich das auch hier machen? Vogel installiert. Alter, wie lange die Flüge gehen. Da kann euch euer Ernst sein jetzt. Schnell, verpiss dich jetzt. Oh. Alles klar, wir werden noch Ewigkeiten dafür brauchen. Eintritt schwer. Lass uns doch erstmal hier Dinger hier drinnen töten. Dann kommen die auch gar nicht raus, da war ja auch niemand los.
Wir müssen das erstmal innen machen, ganz klar, Leute. Ist doch ganz klar. Gott, ey. Lad nach oder so. Haben wir von Eck jetzt nichts mehr? Alle flippen der hier, oder? Okay. Fleischige Gegend. Anstrengende Folge, Alter, Lady. So, jetzt gleich mal wieder den richtigen Moment an. Abwarten. Wo sind wir? Sind wir jetzt? Ich muss mal ganz kurz mich orientieren. Ich hoffe, dass ich keine Zeit habe. Oh, bitte lauf doch mal schneller, Junge. Oh, vielleicht war das jetzt nicht zu spät. War das zu spät? Ein Tritt war gebracht. Oh, da kommen noch Aliens, Mann. Kriegt er es nicht mit, Junge? Ja, ist ja gut. Tschüss! Andere Ball, hätte ich mal gesagt, der andere. Da unten. Damit sollte doch die Maschine abgeschaltet sein, dann, ne? Und ich kann da gemütlich durchspazieren, oder? Na, davon gehe ich ja mal stark aus jetzt mal, ne? Achtung! Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ich bin einfach so durchgeflogen gerade. Nicht dein Ernst. Aber nur der eine. Ne, beide gehen tatsächlich. Kann ich da jetzt was irgendwie machen? Okay. Ja, machen wir denn das nochmal. Das war ja eine anstrengende Folge, Kinderchen. Der Schwerelosigkeit. Ach, nerv doch jetzt nicht. Das hatten wir schon tausendmal durchgelesen, den Scheiß hier. Bin da rausgeholt. Hier gibt es jede Menge Items, ne? Was man sich da hat alles einfallen lassen für, ne? Meine Fresse doch. Einfach über den Horizont hinaus gesehen. Dann wird es was. Und dann wird es was, Kinderchen. So. Mann, bist du doof. Hör auf zu boxen, du Idiot! Alter, der hört nicht auf damit und kloppt und kloppt und kloppt. Dabei habe ich die ganze Zeit rechte Maustaste gedrückt. Ich weiß auch nicht, was mit dem Spiel los ist. So.
kommt das denn jetzt auf einmal her? Wegen der Sache hier tatsächlich gerade. Im Speisesaal serviert. Ström ist wieder on. So geht er. Hat mir nicht irgendwie da. Was war denn das? Was ist das hier? Unwichtig. Ab nach oben. So, dann sollen wir jetzt einen Brocken zurückschießen und dann geht das Ding in die Luft, die mit der Ladung, wa? Was? Aua! Ja, fangen wir mal so an, Alter, ehrlich. Man spawnt hier quasi und man wird gleich direkt von diesen kleinen Motherfuckern angegriffen, ey. Okay. Wir müssen da tatsächlich durch, aber wir müssen um Erlaubnis fragen. Hab ich! So, da wir ja so gierig sind, wollen wir unbedingt jetzt noch einen Anzug Level 5 haben. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Natürlich. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Okay. Aufgabe ist klar. Guck mal hier, die Eisenbahn hat Spuk. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh nein. Nachladen, du Idiot! Weiß gar nicht, warum ihm das immer so schwer fällt, Alter. Quarantäne aufgehoben. Ah, so ein Ding war das ja nun nicht. Das war ja nun nicht schwer, ne? Das war jetzt nicht schwer. Immer diese Laserkanonen, Alter. Ich meine, gut, die bringen ja Geld, wenn wir an so einen Shop vorbeikommen mal, ne? Ja, wo denn sonst auch erstmal, ne? Oh, egal, kocht, Leute, ich kann das schon nicht nehmen.
Du weißt ja, ich bin ein großer Fan vom Speichern. Natürlich bleibt uns das jetzt nicht erspart, dass wir hier durchlaufen müssen, ne? So. Also da rein, ne? Ja. Den richtigen Weg finden, was? Was? A oder B? Ich mach mal A. Mal gucken. La 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 la. Kommen wir noch Monster rein? Wenn man so das ganze Deck fliegt und so hat alles das ganze. Ja, alles ab. Nerv doch nicht, Junge. Da müssen wir hier hin. Gut. Da können wir erst recht jetzt nicht warten. Kettenfische! Ja, ich wollte hier was im Shop verkaufen. Deswegen war ich hier. So, verkaufen tun wir. Das ist diese Flappelgeräusche. Ich hoffe, im nächsten Teil ist das nicht so mit diesen Flappelgeräusche. Groß. Medipack groß. Brauchen wir nur eins von. Verkaufen wir. Ja. Halbleiter Gold. Verkaufen wir. Ja. So. Rumpelt denn da noch so rum? Das nervt ja voll, Alter. Ehrlich, ist das eigentlich nur ein lautes Spiel? Der Typ hackelt da mal rum, ne? Warning. Extreme Danger. Ja, das glaube ich auch. Extremely Dangerous. Da ist die Commerail. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es beim ersten Mal gleich rauf. Yes! Haben wir denn schon irgendwie so überall im Spiel tatsächlich, ne? Abgeschlossen. Wupp. Wupp. Yep, annehmen, dankeschön. Und schwupp geht's da vorne auf die Brücke. Und wie es auf der Brücke ausgeht, oder wie es da überhaupt irgendwie weitergeht, das, meine liebe Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss!